Hallo Leute, in diesem Tutorial zeige ich euch, was das auf sich hat, der absolute Bezug oder auch besser gesagt fixer Bezug. Und das zeige ich euch anhand meiner Tabelle, die wir schon im letzten Video angefangen hatten auszufüllen. Und jetzt gehen wir auf die Spalte sonstige Kosten. Sonstige Kosten kann man darunter verstehen. Wenn jetzt mal eine Autofaktur hat, fallen ja noch Zusatzkosten an, wo natürlich die Werkstatt drinne reinfällt oder die Lagerhalle, wo die Materialien untergekommen sind. Und da geht man ungefähr von aus, dass es ungefähr 30% an Kosten hinzufallen. Okay, man möchte auch natürlich was dazu verdienen, wo man auch leben kann. Und dieses auszurechnen, geben wir natürlich den Befehl wieder ein, Gleichheitszeichen, dann die Gesamtkosten von 850 und jetzt geben wir ein mal und jetzt wollen wir 30% natürlich. So, und bestätigen das alles mit einem Enter. So, und jetzt verwenden wir natürlich wieder den Trick ein. Doppelklick und so. Oh, jetzt sieht man hier lauter Nullen. Und jetzt, hier ist es ja noch richtig, die Formel, die wir eingegeben hatten. Aber gehen wir jetzt eins runter und machen Doppelklick. Sehen wir, hier ist es zwar richtig, aber hier ist es eins um eins runtergegangen, eine Zelle. Und das ist natürlich, was wir nicht wollten. Wir wollten natürlich das hier haben, diese Zelle. Und um zu schauen nochmal, sehen wir hier, ist er auch hier weiter runtergegangen. Und dadurch kommen die ganzen Nullen zustande auch. Weil wenn wir hier schauen, geht er auch noch weiter runter. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, weg mit dem Ganzen. Jetzt gebe ich nochmal die gleiche Formel ein. War zwar richtig gewesen, aber man muss natürlich was hinzufügen. Und dazu gebe ich nochmal ein die 850, also die Zelle F3. Und jetzt die Zelle ich meine B22. So. Und jetzt kommt der Haken und zwar wollen wir natürlich bei der B22 so machen, dass es fixiert ist auf diese Zelle. Und dazu geben wir jetzt Dollarzeichen ein. So. Und haben wir das gemacht, dann drücken wir Enter. So. Wir sehen, hat er jetzt wieder richtig ausgerechnet. Aber jetzt können wir den Trick wieder anwenden, Doppelklick, und sehen wir, diesmal sind keine Nullen dort, sondern er hat die komplett ausgefüllt. Zum Nachschauen sehen wir, wenn wir Doppelklick machen, dass er auf der Zelle B22 geblieben ist. Wieder abbrechen mit Escape. Nochmal zum Nachschauen sehen wir, hier ist er runtergegangen mit der Zelle, aber hier in der Zelle ist er gleich geblieben. So. Und jetzt wollen wir natürlich weiter ausrechnen, aber mit diesen Dollarzeichen, da gibt es noch einen kleinen Trick. Und den zeige ich euch, oder den verrate ich euch bei den Umsatzsteuern. Dazu müssen wir natürlich, oder brauchen wir eher gesagt, den Nettopreis für die Kunden. Und das machen wir natürlich so, indem wir wieder den Befehl eingeben, Gleichheitszeichen, die Gesamtkosten plus die sonstigen Kosten. Und jetzt überlegen wir uns, wollen wir, dass es fixiert ist oder ab an dieser Zelle? Nein, wollen wir nicht. Also können wir es so lassen und einfach mit Enter bestätigen. Jetzt geben wir natürlich wieder den Trick ein. Doppelklick und schwupp, die
Tabelle ist ausgefüllt. Also dort die Spalten, die wir wohl wollten. Jetzt die Umsatzsteuern. Dazu geben wir wieder Gleichheitszeichen ein, dann den Nettopreis für die Kunden. Und jetzt gehen wir zu Umsatzsteuern von 19%. Erstmal wieder mal geben und dann 19%. Und jetzt der Trick ist, um nicht jedes Mal die Dollarzeichen aus hinzuschreiben, drückt man einfach die Taste F4. Schwupp, wir sehen, hat Excel die Dollarzeichen jetzt eingefügt, so wie wir es davor selbst eingetippt hatten. Und so spart man sich das immer, dieses Selbsteintragen mit dem mit den Dollarzeichen. Dann einfach Enter drücken und wieder Doppelklick. Schwupp. So, hat die Tabelle jetzt ausgefüllt, die Spalten da. Und jetzt wollen wir natürlich wieder den Endpreis für die Kunden haben. Das heißt, wir gehen einfach Befehl wieder ein Gleichheitszeichen, den Nettopreis für die Kunden plus die Umsatzsteuern. Jetzt wollen wir natürlich überlegen, wollen wir es wieder fixieren dort oder brauchen wir das nicht? Und hier brauchen wir das natürlich wieder nicht. Also können wir es mit Enter bestätigen. Schwupp. Und nochmal Doppelklick darauf. Und es ist fertig. Aber jetzt hat er natürlich hier nicht ausgefüllt. Wenn Sie schauen, bei Matrikosten überall. Und das macht man jetzt einfach so, indem man Gleichheitszeichen die Materialkosten plus 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 D6 plus D7 plus D8 plus D9 plus D10 D11 12 plus D13 plus D14 plus D15 15 16 17 18 19 und dann Enter. Und schwupp hat er jetzt alles natürlich ausgefüllt, aber hier hat er freigelassen und Excel macht nicht nur horizontal, sondern diagonal das gleiche Prinzip auch, dass man einfach rüberziehen kann und den Befehl genauso gemacht hat wie wir Gramm Tier eingegeben hatten. So, das war's eigentlich in dem Tutorial. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, was Sie wollen, was Sie also haben einiges erfahren. Und im nächsten Tutorial zeige ich Ihnen mehr Tipps und Tricks, was man noch lernen kann in Excel.